Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem kleinen, aber feinen Workers and Resources Let's Play. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet und wieder dabei seid. Heute gibt es ein bisschen was zu tun und wir müssen auf Fehlersuche gehen. Mehr dazu erkläre ich euch in wenigen Augenblicken. Wir haben als allererstes haben wir in der letzten Folge angefangen, hier alles abzureißen. Ich hoffe, dass das möglichst zeitnah fertig ist, sodass wir hier die Alkoholfabrik mit einem vernünftigen Warenhaus ausstatten können und Alkohol einlagern können und dann den nächsten großen Export aufmachen können. Stautechnisch entwickelt sich hier momentan so eine mittelschwere Katastrophe. Das gefällt mir gar nicht. Hier ist viel zu viel Betrieb und hier drüben viel zu wenig. Das heißt, es bietet sich eigentlich an, dieses Zollhaus hier rauszunehmen. Das ist das andere, das Sayoff, oder? Ja, genau. Okay, das heißt, es bietet sich eigentlich an, das hier zu entfernen, bei dem Ding vielleicht einfach schon mal. Das machen wir jetzt auch einfach, so dass unser Verteilungsoffice, unser Distribution Office hier oben hinfahren muss, um die Güter zu holen. Vielleicht hilft das dann am Ende des Tages ja schon. Das kann man jetzt nicht verhindern. Ich glaube, sobald die einmal gewegmarkt sind, kann man nicht verhindern, dass die hier ihr Zeug erledigen. Dann als zweites müssen wir kurz gucken, ob hier hinten alle Baustellen markiert sind, die ich gerne markiert hätte. Gucken wir mal ganz kurz nach. Da haben wir die Baubüros. Baustellen zuweisen. Die Straße können wir auch noch dazu geben und dann würde ich gerne, ich sag mal, na, das wollte ich. Hey, hör auf, jetzt. Nee, das wollte ich hier eben auch noch einmal rüberziehen, dass wir hier die Straßen auch ruhig schon fertig machen können. Also da spricht nichts gegen. Vielleicht kommen wir dann auch alles in allem ein bisschen schneller vorwärts. Und Kies kostet jetzt nicht so viel, als dass ich sagen würde, das können wir uns jetzt hier nicht erlauben. Oh, da habe ich außerdem die Masten aktiviert. Das will ich natürlich nicht. Die sollen nicht gebaut werden. Oh, hier die unten sind auch aktiviert. Nee, das gibt's nicht. Okay, super. Jetzt werden hier nur Straßen gebaut, habe ich gesagt. Jetzt werden nur noch Straßen gebaut. So, dass wir hier einfach uns ganz langsam hochschlängeln mit unseren Kippern, ohne da wirklich großartig viel Geld zu investieren. Wir geben hier hinten nämlich genug Geld für alles Mögliche aus. Man sieht schon, dass unser Ressourcenimport immer noch extrem ist. Und jetzt kommen wir zum Punkt Fehlersuche. Ich nehme die Folge jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal auf. Oder habe auch davor schon versucht, alles zu fixen. Ich muss gestehen, dass ich den Wintermodus noch einmal abgestellt habe, weil ich irgendeinen brachialen Fehler gemacht habe. Und der führt dazu, dass es in 2 oder 3 Tagen anfangen würde zu schneien und ich dann schlagartig 2.500 Einwohner verliere, weil die Temperatur zu kalt ist. Und der Grund ist folgender. Wir haben hier hinten, hinten kriegen wir die vollen 90 Grad bei der Temperatur. Die Temperatur hält sich hier auch noch mit entsprechend 90 Grad. Und hier ist die Temperatur so abgesackt und in den anderen auch, dass wir die Temperatur in den Gebäuden nicht hochhalten können. Und meine Vermutung ist jetzt aktuell, dass die Entfernung zu groß ist. Ich habe nämlich YouTube-Videos mir mal angeschaut von dem einen oder anderen und die sagen, das Ding sollte maximal 600-700 Meter von der Ortschaft entfernt sein. Und wir sind also das Doppelte bis das Dreifache entfernt. Und ich spekuliere darauf, dass wir einfach zu weit weg sind, um die Hitze dahin zu transportieren. Weil wenn die Hitze hier, das sind knapp 1000 Meter und hier haben wir noch die volle Hitze und hier haben wir schon nur noch ein Drittel oder sowas übrig. Also glaube ich, dass wir einfach zu weit weg sind und dass das am Ende des Tages nicht funktioniert. Das heißt, wir bauen das jetzt noch einmal um und dann werden wir, das können wir direkt abreißen und wegmachen. Und wir werden es nochmal neu aufbauen. Und zwar ungefähr 700 Meter weit von unserer Stadt entfernt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es hier irgendwas gibt, was sich anbietet mit 700 Metern. Schauen wir mal, auf was für Entfernung wir da kommen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt ein bisschen vorschnell abgerissen habe. Aber ich sag mal, irgendwas müssen wir ja machen. Von hier aus 700 Meter sind hier. Okay, hier brauchen wir eigentlich keine Arbeiter. Hier oben brauchen wir eigentlich, hier ist Wasser. Und dann haben wir noch die andere Seite, ungefähr von hier. 700 ist hier. Okay, das heißt, das Heizwerk würde sich tatsächlich hier empfehlen. In unseren,
in unserem Baubereich. Aber hier sind wir relativ nah schon, ne? Schauen wir mal. Ja, das sind nur 300 Meter. Das ist nur die Hälfte. Das geht nicht. Wir müssten also mindestens hier hingehen, glaube ich. Gucken wir mal. Kurzes Rumgewurschtel. Ah, 600. Hier, wo das Feld ist, das müssten 700 ungefähr sein. Ja, ungefähr 700 Meter. Das heißt, das Feld müssen wir eliminieren. Sei es drum. Kann ich mit leben. Und hier müssen wir am Ende des Tages jetzt das Heizkraftwerk hinsetzen. Ah, ich muss das erst wieder aktivieren. Pausieren wir mal kurz. So. Aktivieren. Und dann... Ah, eine Sache können wir noch machen. Ich pflaume. So, F3. So, lassen wir mal kurz hier alles verschwinden. Jedenfalls in Teilen. Ach, kann ich das nicht mal abreißen, wenn es nicht aktiviert ist? Okay, das ist natürlich interessant zu wissen. Dann lass uns das mal kurz aktivieren. So, springen wir einmal kurz neu ins Game rein. Dürfte nur ein paar Sekunden dauern, bis es entsprechend wieder geladen ist. Das geht ja immer relativ fix. Und dann reißen wir alles ab. Plan in Teilen. Alles neu. Ah, super, es ist pausiert. Sehr gut. Wieso kann ich das denn nicht abreißen? Jetzt. Okay, weg ist es. F3. Jetzt müssen wir mal ganz kurz unsere Abreißtools suchen. Rohrleitungen. Klempner. Fernwärmerohr entfernen. Das ist es doch gewesen. Hallo? Nein? Nein? Hallo? War es denn nicht das Fernwärmerohr? Habe ich jetzt einen Bug drin, dass ich die nicht wegmachen kann? Ah nee, das war gar nicht Fernwärme. Wo sind wir denn? Hier. Okay, ich... Hä, habe ich das richtig abgerissen? Doch, okay, ich war nur gerade auf dem falschen Rohr. So, komm, hoch, 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 bis hierhin. Wunderbar. Dann das hier. Na komm. Und das nächste. So, bis wohin kommen wir? Bis ganz hin. Aha, bis hier nur. Den lassen wir hier mal noch stehen, vorsichtshalber. Wer weiß, ob wir den nicht am Ende des Tages auch brauchen. So, das haben wir auch weg. Und jetzt das letzte Heizungsding von hier noch abreißen. Also jedenfalls die Rohre. Na komm schon. Und weiter geht's. Ah, hier ist ein Stecker gewesen irgendwo. Okay. Ah, okay, doch, jetzt haben wir's. Und das letzte noch. Und jetzt habe ich hier auch alles abgerissen. Okay. Das noch. Okay, dann haben wir jetzt alles. Wunderbar. Dann können wir jetzt kurz wechseln wieder in den Modus ohne Winter. Deaktivieren. Und dann bauen wir alles neu auf. Und verringern mal die Distanz. Ich könnte das Game natürlich jetzt weiterlaufen lassen. Auch im realistischen Modus mit Winter an. Und das hier alles entsprechend reparieren. Ich muss aber ehrlich gestehen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ja auch relativ zu Beginn gesagt, dass wenn wir Fehler begehen, ich bin dann... Ach, wisst ihr was, wir lassen es trotzdem erst. Nein, das ist ja Käse. Entschuldigung, ich muss jetzt mal, heute mache ich ein bisschen Mumpitz hier. Ich mache es noch einmal kurz an. Und zwar aus folgendem Grund. Wir können wenigstens das Heizkraftwerk hier schon mal bauen, dass wir, während hier abgerissen wird, auch parallel das Heizkraftwerk hier schon mal wieder errichten. Ist total Mumpitz gewesen, dass ich jetzt einmal zurückgesprungen bin. Hat uns jetzt ein klein bisschen Zeit gekostet, aber zum Glück nicht unendlich viel. Das machen wir ein bisschen näher hier an die Straße dieses Mal ran, dass wir hier noch Platz haben, ein Lager hinterzumachen.
So. Okay. Das haben wir jetzt schon mal wieder. Und jetzt haben wir eine Distanz hierhin, die wir auf jeden Fall überbrücken können. Und ich glaube auch hierhin. Das müsste jetzt alles in allem wesentlich besser funktionieren. So dass wir jetzt wieder zurückspringen können und uns dann um die anderen Projekte noch kümmern können, während wir darauf warten, dass hier alles abgerissen wird und wir damit vorankommen. Ich würde nämlich gerne etwas weiteres noch aufbauen. Und zwar importieren wir ja aktuell noch Strom. Wie verrückt. Und ich habe in den letzten Folgen sehr viel Mühe, sehr viel Fleiß und sehr viele Wissenschaftler dafür eingesetzt, dass wir uns bei der Mülltrennung und Müllverbrennung weiterentwickeln, so dass wir rein theoretisch in der Lage sind, ein Kraftwerk mit Müll zu betreiben. Und erstens produzieren wir ja auch schon eine gute Menge Müll, jetzt noch nicht so super viel, also es wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber soweit ich weiß, können wir auch Müll importieren und den verbrennen und damit auch Geld verdienen. Oder kann man nur mit dem, kann man Müll nicht importieren? Gute Frage, werden wir rausfinden. War jetzt jedenfalls so mein Gedankengang, weil an der Grenze ja angezeigt wird, dass das Geld kostet, den Müll ins Ausland zu bringen. Und vielleicht können wir uns ja bereit dazu erklären, Müll zu importieren. Vielleicht geht das ja. Schauen wir mal nach in den nächsten Folgen. Und dann wäre das Ziel natürlich auch, Strom zu exportieren. Weil wenn wir hier in unsere Handelsfenster reingucken und Import von Ressourcen angucken, dann sieht man hier, das sind unsere Stromkosten. Und wir kommen jetzt am ersten Tag, sind wir schon bei über 100 jetzt gleich. Das heißt, wir geben locker 3.000, geben 4.000, 5.000 Rubel im Monat. Letzter Monat war Strom wie viel? 5.000 Rubel. Nur für Elektrizität. Das ist jetzt vielleicht nicht der größte Faktor, aber ich finde, dass das schon, dass es nicht ohne ist. Und dass es durchaus eine Position ist, an der man arbeiten kann. Die größte ist natürlich weiterhin Stahl. Das lässt sich nicht leugnen. Das machen wir mal kurz auf eine hohe Priorität. Dass wir, und die Straße machen wir auch kurz noch weg mit einer hohen Priorität, dass wir möglichst schnell das Kraftwerk hier beseitigen. Okay, die Chemikalien laufen. Habe ich die hochgestellt? Ich glaube schon. Gucken wir mal kurz nach. Ich hatte es jedenfalls vor. Nee, Chemikalien stellen wir mal auf 70% hoch. Weil sonst laufen wir hier aktuell immer mal so ein bisschen leer, was die Chemikalien angeht. Der Stau wird hier auch nicht besser. Okay, dich verkaufen wir mal. Dich nicht. Dich verkaufen wir auch mal. So, kriegen wir mal kurz ein bisschen Geld rein. Okay. Wo fahren eigentlich jetzt meine zwei Busse hin, die nicht mehr das Heizkraftwerk beliefern können? Die pendeln ja eigentlich hier immer noch lang. Okay, wird hier die Straße als erstes gebaut? Wunderbar. Dann das Heizkraftwerk. Und dann können wir den ganzen anderen Kladderadatsch hier machen. Okay, das haben wir. Was haben wir denn alles beim Müll jetzt hier? Hier haben wir schon das... Wo ist das? Müllverbrennung. Verbrennungskraftwerk maximal 660 Megawatt. Die Verbrennung ist 48 Tonnen. Kann man da irgendwie drauf schließen, wie weit man weg sein muss? Ach, sieht man gar nicht. Jetzt sehen wir natürlich nicht, wie viel Pollution das Ding hat. Aber ich glaube, bei der Müllverbrennung müssen wir tatsächlich sehr weit weg sein von unserer Ortschaft. Haben hier auch 4 Anschlüsse für Starkstromleitungen. Und wir sehen auch, welcher Müll verbrannt werden kann. Ne? Wir können gemischten Müll verbrennen. Wir können Biomülldünger, brennbare Plastikmüll. Das können wir alles verbrennen. Und was wir mittlerweile auch können, ich glaube es jedenfalls, ist, genau, wir könnten Mülltrennung aktivieren. Wir könnten quasi hier 2 Tonnen oder 3 Tonnen oder so für Biomüll hergeben und das entsprechend dann auch trennen. Also keine schlechte Idee, das ist auch daher sinnvoll, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir dann am Ende des Tages zum Beispiel Dünger herstellen wollen. Deswegen mal gucken. So, wie sieht's hier aus? Okay, hier wird abgerissen. Hier liegt noch ein bisschen Metallschrott, gemischter Müll und anderes Zeug. Ah, verdammt, habe ich in meinem Abrissding jetzt einen Bus drin? Wo sind meine Abrissbüros? Gute Frage. Wo habe ich meine Büros zum Abreißen? Eins ist, glaube ich, hier. Okay, die haben einen Bus. Das war wichtig. Den Bus brauchen die nämlich, um das hier dann am Ende des Tages abtransportieren zu können. Super, das haben wir. Wie sieht es hier drüben aus? Okay, die Straße ist fertig. Hier haben wir anscheinend schon echt große Mengen an Kies transportiert. Super.
sodass hier so ein bisschen die Grundlagen schon gelegt sind und wir wenigstens unsere anfängliche Infrastruktur schon mal anfangen können auszubauen. Das ist doch was. Jetzt bräuchten wir nur entsprechendes Einkommen, dass wir auch genug Geld verdienen. Ich überlege, ob ich einen zweiten LKW auf diese Strecke mache und ob ich die hier hinfahren lasse. Ich wundere mich jedenfalls, dass das Ding hier immer noch nicht umgeschwungen ist mit vielen Sachen. Aber das sind alles die Mülldinger unter anderem. Okay. Genau, die bringen den Müll weg. Die holen Getreide, der holt Getreide. Der verkauft die Kleidung. Ja, okay, so ganz kann ich es nicht. Hey, halt, stopp. Ach so, die machen das Schüttgutlager wieder voll. Ah, okay. Waren die hier mit untergebracht? Ich muss mal kurz nachschauen. Nee, der war für die Kohle. Waren die vom Schüttgutlager manuell oder gehörten die zu einem Dingens? Nee, die sind manuell gewesen. Das ist nämlich, glaube ich, voll, ne? Ja, können wir die auch eigentlich eliminieren? So, weg damit. 11.000 und den nächsten auch gleich, wenn er gleich rauskommt. Wir werden das alles anders aufsetzen. So, der auch weg. Auch weg mit dir. Was? Ich habe gesagt verkaufen. Hä? Wenn ich verkaufe, kostet mich das Geld? Wollen die mich rollen? Wieso habe ich Geld bezahlt, wenn ich die verkaufe? Kriege ich nicht Geld wieder, wenn ich die verkaufe? Habe ich das die ganze Zeit falsch gedacht? Hoppala. Ich bin ein Napf. Ich habe immer gedacht, ich kriege Geld wieder, wenn ich Autos verkaufe. Okay, wahrscheinlich schütteln die meisten von euch jetzt gerade tierisch mit den Köpfen. Okay, das war auf jeden Fall nicht die intelligenteste Entscheidung. Keine Angst, ich bin davon überzeugt, dass wir uns nicht zu sehr verschulden werden. Wir werden hier 200.000 aufnehmen und den werden wir zurückzahlen. Und zwar alles. 1, 0, 7, 8, 2, 3. Geld zurückzahlen. Wunderbar. Dass ich immer nur einen Kredit hier offen habe und nicht mehrere. Und daran immer ganz gut erkennen kann, wie unsere finanzielle Lage ist. Okay, das läuft gut. Das Ding ist auch voll. Der Stau wird hier langsam weniger. Sehr wichtig. Zollhaus. Wieso holt er hier Arbeiter? Ach, das ist das Abrissbüro. Okay. Okay, das akzeptiere ich. Das Abrissbüro kann da ruhig noch, obwohl das auch 2000 kostet bisher schon. So, Abrissbüro. Machen wir das mal anders. Ich würde das nämlich gerne unterbinden, dass wir Arbeiter überhaupt noch an der Grenze. Und irgendwo hatte ich noch ein Abrissbüro. Wenn ich jetzt wüsste, wie man es findet, könnte ich es auch umstellen. Da ist es. Und da ist der andere Bus. So, Arbeiter, bitte hier. Oh, fuck, was ist hier passiert? Ah, ich weiß, was hier passiert ist. Die Busse, die das Heizwerk geliefert haben, stopfen mein Busdingens. Und ich habe die Frage gerade eben noch danach gestellt, wo die wohl sind. Wahrscheinlich habe ich auch schon einen Pop-up bekommen für Stau. Schauen wir mal, fahren die? Ja. Okay, echt dumm. Oh, 300 Arbeiter, guckt euch das an. Jetzt geht's da hinten richtig rund. Ach, du grüne Neune. Okay. Ja, okay, hier ist auch jetzt gerade nicht mehr wirklich viel los. Nur noch 30%. Naja, das kriegen wir schon gefixt. Wir sind ja auf Spurensuche und am Reparieren. Okay. Das passt alles hier. Das auch. Hier haben wir kein Getreide drin, weil das alles rüber transportieren wird. Und hier sind wir bei 2000 inzwischen wieder. Okay. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier mehr brauchen, um dem Bedarf mit Alkohol und Co. standzuhalten. Also das reicht nicht. Wir werden früher oder später mit Zug hierhin transportieren müssen. Oder wir werden hier noch eine weitere Farm hinzufügen müssen, die dann vielleicht auch mit Zug hier angeschlossen wird, dann auf die Strecke hier rüber geht und dann kann der ja auch hier reinfahren. Also die Möglichkeit hätten wir, hier noch eine große Farm hinzumachen und die dann an die Zugstrecke anzuflanschen. Okay, was ist jetzt hier los? Habe ich gerade etwas frei zum
Nein, ich habe keine Planierhaufe frei, dann können wir gerade nicht terraformen. Ich bin nämlich gerade nicht bereit, mehr Geld dafür auszugeben. So, das Heizkraftwerk ist schon um 40% fertig. Und ich glaube, hier hinten beim Öl könnten wir aber unsere Müllverbrennung hinsetzen. Also, das müsste ja weit genug weg sein. Das Ding hat ja auch, glaube ich, eine riesen Umweltverschmutzung. Ja, 34 Tonnen. Also müsste das eigentlich gehen, dass wir dieses Müllverbrennungskraftwerk hier hinsetzen. Das versorgt hier zufälligerweise auch alles mit Strom. Ist auch ganz nett. Hier haben wir dann was. Und dann haben wir das Problem hier auch schon gelöst. Das ist der Bahnhof gewesen, ne? Ja. Setzen wir es doch hier hin. Und machen hier auch direkt eine Bushaltestelle hin. Bam, 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 bam. Da brauchen wir keine Menschen am Bahnhof, aber hier. So, einmal so und einmal so. Dann haben wir das auch. Okay, jetzt haben wir natürlich hier unser Müllgedöns. Und jetzt brauchen wir natürlich eine Müllhalde mit Greifer, ne? Aber habe ich denn auch die Möglichkeit, das zu definieren, dass das getrennt wird? Stoffrecycling, Kiesrecycling. Nee, das ist alles was anderes. Müllbehandlungsanlage. Nee. Mülltrennung generell. Okay, Verbrauch bei maximaler Produktion gemischter Müll. Okay, nee, das bringt mir nichts. Das ist das nicht. Aber ich müsste doch jetzt hier wenigstens habe ich davon. Ist das Größte? Nein. Müllhalde mit. Und gemischter Müll kann das Ding doch verbrennen, oder? Oder muss ich den trennen? Nö, 60 Tonnen gemischter Müll. Das müsste gehen. Machen wir es so rum. Okay, kann man hier die Straße reinziehen noch? Muss mal gucken, wir bauen es ja jetzt noch nicht. Da muss ich mich vielleicht nach dem Game im Wiki nochmal einlesen. Aber rein theoretisch kann ich ja hier dann den ganzen Müll aus der Stadt hinliefern lassen. Wie habe ich das Grid jetzt nochmal angemacht? So. Rein theoretisch kann ich den ganzen Müll aus der Stadt ja dann hier hinliefern lassen, schon. So, das ist ausgeschaltet. Das soll auch noch nicht gebaut werden. Aber das könnte hier gerne gebaut werden. Da habe ich kein Problem mit. Das können wir natürlich alles noch nicht oder nur in Teilen zuweisen. Oh, das hier wird sogar schon gebaut. Ah, nee. Ich habe ja hier auch noch ein Baubüro, ne? Ist das schon hinzugefügt zu meiner Liste hier? Ja, ist das 1, 2, 3. Okay, wunderbar. Aber die anderen beiden dürften dann jetzt auch hier anfangen mit bauen. Super. Müssen wir dann nur hinzufügen, dass das fertig gebaut wird und hier auch schon unseren Müll hinliefern und abliefern können. Das wäre ganz wichtig. Okay. Geldtechnisch sieht's okay aus. Wir sind ein bisschen im Minus diesen Monat. Wir kommen aber auch nicht so gänzlich von unserem Stau hier weg. Ah, okay, aber hier geht's wieder runter. Bestimmt auch, weil wir vorhin ein Problem mit Arbeitern hatten. Was ist denn hier euer Problem? Fehlt denen irgendwas, um weiter abzureißen? Nee, die sind alle unterwegs. Okay, die reißen Fernwärme ab, aber warum? Warum machen die nicht das mit der hohen Priorität hier? Mach, was du willst. Hauptsache, es geht schnell. Und jetzt brauche ich, glaube ich, einen, der hier Sprengstoff transportieren kann, ne? Sprengstoff, der kann's. Okay. Dann gucken wir mal, vielleicht geht's damit dann schneller. Ich will das Ding. Okay, das haben wir. Okay, hier haben wir das Heizkraftwerk. Das Heizwerk haben wir hier. Das Müllkraftwerk haben wir jetzt hier hinten gebaut.
das Ding ist bald schon fertig. Das ist super. Und ich hoffe, dass das andere hier auch alles zeitnah abgerissen wird. Dann können wir nämlich anfangen, die neuen Rohre zu verlegen. Das will ich nämlich erst machen, wenn die anderen hier gänzlich verschwunden sind. Das ist erst in Teilen passiert. Okay, gucken wir mal. Das läuft. Wir sollten vielleicht noch ein Abrissbüro machen. Und zwar ein richtiges. Bisher haben wir ja nur die Doofen hier. Die Kleinen. Okay. Wie viel passen denn da rein? 6 Fahrzeuge, 13. Und da sind 3 Fahrzeuge. Ne, 4 drin. Ist natürlich dann wieder eine Investition. Aber unter Umständen gar keine schlechte. So. Packen wir hier mal kurz hin. Irgendwann müssen wir ja auch ein bisschen in die Größe gehen und uns ein bisschen besser aufstellen. Das, was wir jetzt hier gemacht haben mit dem Abreißen, war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben. Okay, hier ist die nächste Straße gleich fertig. Ich glaube, wir könnten hier auch die Autosuche aktivieren. Und wir verbieten einfach das Bauen von Gebäuden. Pausieren wir mal kurz. Sollen wir das ruhig machen? Ich möchte nämlich, dass die... Vielleicht die Wege kosten ja nichts. Das ist ja nur Kies. Da verschulden wir uns ja nicht unnötig. Und ich aktiviere jetzt hier mal kurz die Autosuche. Und mach die Gebäude aus. Was ist denn hier los? Wieso habe ich hier nicht zugewiesen? Okay. Wieso haben die denn nichts zugewiesen bekommen? Das ist doch total dämlich. Nehmen wir das hier. Ich glaube, das haben wir weniger. Und keine Gebäude, bitte. Und jetzt müssten die hier jede Menge Straßen haben und Hochspannungsleitungen. Das können die ruhig machen. So, dass wir hier vielleicht die ganze Infrastruktur fertig haben und uns dann im nächsten Schritt, wenn wir uns mit dem Geld ein bisschen gefestigt haben, die Stadt hier fertig bauen können. Das wäre ganz cool. Da müssen wir da auch nicht ewig und doppelt und dreifach nachsteuern. So, das ist auch noch gar nicht abgerissen. Ihr dürft hier gerne Sprengstoff verwenden. Okay, Sprengstoff ist sogar schon da. Ich hoffe, dass das funktioniert und dass wir damit dann besser vorankommen. Okay, jetzt fangen wir hier auch wieder an, richtig zu exportieren. Super, man merkt direkt, dass der Stau sich hier ein bisschen auflöst. Und dann wäre es cool, wenn das Ding hier zeitnah abgerissen wird, damit wir vorankommen und Alkohol verkaufen können. Damit wir unser Exportvolumen erhöhen können, weil wir ja hier jetzt schlussendlich, man kann es ja sagen, an die 100% kommen. Ne? Und damit machen wir jetzt ungefähr 120.000, 130.000 im Monat. Und jetzt brauchen wir weitere Einnahmequellen. Und dafür bietet sich ja, wie wir gesehen haben, Alkohol eher an als Essen mit 415 im Vergleich zu 192. Also wäre es ja Schwachsinn, das hier nur zu produzieren. Und dann nehmen wir erstmal den Alkohol mit und verkaufen den auch noch. Ich glaube, dass wir da ganz gut mitfahren könnten. Und ich glaube, das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Hier ist zugewiesen, ne? Okay, sie haben auch schon angefangen, hier entsprechend Straßen zu verlegen. Oh, ich würde so gerne mit den Gleisen anfangen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber wir sind einfach finanziell noch nicht stabil genug, dass wir uns das leisten können. Also gucken wir einfach mal, wie es weiterläuft. Und jetzt ist das Ding endlich kaputt. Wunderbar. Und dann geht es in der nächsten Folge auch weiter mit dem Aufbau. Und ich hoffe, dass wir dann in ein, zwei Folgen hier alles korrigiert haben und den Winter wieder anstellen können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.